So buenas noches, die amigos. Gerade eben gesehen, neuer Song von Janine Devi und André Maris. Ein Couple, was ich wirklich sehr schön finde. Also ich meine, sehr schöne Menschen. Ihr beide macht auf jeden Fall mobil auf der Yoga-Szene und deswegen ich verfolge das, was ihr macht. Und lass mich mal auf euren schönen Video reagieren. Ist gerade eben hier in YouTube bei mir angezeigt worden, so check it out. Komm, zieh die Schuhe aus und geh bis an die Klippe deiner Angst. Zieh hinunter auf die wilde See. Das Meer bist du so grenzenlos, unendlich weit, unendlich tief. Lass es dich spüren. You know, als Bhakti Yogi, da natürlich, wir denken immer so mehr, ja, stimmt, irgendwie stimmt es. Es ist ein ganzes Meer in uns drin. So funny, erinnert mich an einen Song, den ich selbst mal gemacht habe. Bring mal mehr als angebracht. Ist auch so ein Wortspiel zwischen mehr, fühl dich so mächtig wie die an der Macht und bring mal mehr als angebracht. Seh mal mehr als in der Zeitung steht und leb mal mehr als man dir zugesteht. Ich glaube, da würdet ihr auch gleich mit unterschreiben, wenn ihr das hören würdet, das Lied. Wie auch immer, ich habe nicht so ein gutes Karma mit meiner Musik, viele Leute zu erreichen. Ich bin mehr ein Astrologe, aber daran erinnert mich das mit dem Meer. Ja, ich meine, wir sind auch in gewisser Weise halt, das wollte ich sagen, als Bhakti-Yogis klein in diesem Universum. Und es ist auch schön, dieses Kleine zu sein, dieser kleine Tropfen in einem großen Ozean der Weite. Ja, das hat auch irgendwie was Schönes, finde ich. Findet ihr bestimmt auch, aber wie auch immer, das habe ich so gedacht. Wenn wir immer so in diesem Bewusstsein sind, wir sind Gott. Also das ist in Bhakti-Yoga aus der Tradition, aus der ich komme, ist das Mayavadi-Philosophie. So, wir sehen uns mehr so als kleine Teile Gottes oder als Diener Gottes. Aber ich verstehe, was ihr meint. Das ist auf jeden Fall sweet. Und die Leute, die das hören, die sind auf jeden Fall beruhigt. Na, wir sind ja auch alle wunderbar, weil wir kommen von was Wunderbarem. Wir sind Teil etwas Wunderbarem. Das ist, glaube ich, euer Punkt. Sieh dich selbst, wie wahr du bist. Wie schön, wie kraftvoll, ehrlich zart. Wow. Oh, yeah. Ehrlich zart. Hey, das war gut. Und traue jedem Schritt auf deinem Weg. Entlang des Abgrunds, Tag für Tag. Hinter deiner Angst findest du dich. Ziehen deine Augen, lächelt dir ins Gesicht. Im Scherbenhaufen deiner Welt hast du dich selbst so oft vermisst. Gib deine Wahrheit, sei einfach wie du bist. Oh yeah. An der Stelle muss ich sagen, ich habe es gerade eben so 2 Minuten gehört, bevor ich angefangen habe mit dem Video, habe ich so 1 Minute reingehört, da war ich genau an der Stelle. Und dann habe ich gedacht, okay, lass mich eine Reaktion da drauf machen. Und an der Stelle habe ich gedacht, boah, jetzt ein Loop, jetzt müsste so mein Musiker-Ich, also gedacht, jetzt irgendwie so ein real good drum, vielleicht auch smart, aber vielleicht auch boom. Na, vielleicht mache ich das sogar. Vielleicht werde ich so stay online. Vielleicht werde ich euer Lied auch einen Loop drunter machen. Mal sehen. Jetzt will ich erstmal zu Ende hören. Okay, habe ich nämlich noch nie zu Ende gehört. Gerade eben habe ich bis zu dieser Stelle gehört. Lass mich mal weiterhören. Und stehst du da mit weitem Blick? Das Meer wirft dir ein Bild zurück, auf dem du bist so hell und wahr. Hier bist du selber dir so nah, du spürst die Wahrheit, du bist da, wo sonst noch keiner vor dir war. Wow. Hinter deiner Angst findest du dich, sieh in deine Augen, schau in dein Gesicht. Im Scherbenhaufen deiner Welt hast du dich selbst so oft vermisst. Hey, das ist wirklich ein guter Punkt, weil Leute haben im Moment wirklich so Angst, Lebensangst, weil so viel bricht zusammen. Also die Vergangenheit bricht zusammen, die Zukunft ist noch nicht ganz geboren. Das ist so eine Rahu-Situation.
es ist auch so in der vedischen Astrologie, dass wir in einem großen Umbruch sind, weil nämlich im Moment Rahu im Stierzeichen ist, gemäß der vedischen Astrologie. Und im April 2022 ist Rahu, also die Schicksalsachse, im Widder. Und Widder ist ja das erste Zeichen. Also wir stehen alle vor einem riesengroßen Anfang. Und die vergangene Welt ist nicht mehr real und die Zukunft ist noch nicht geboren. Und deswegen, also der Song passt einfach, weil die Leute und der Gesamtspirit ist unsicher. So, also Gratulation. Let's listen the end. Deine Wahrheit sei einfach, wie du bist. Mal gucken, ob jetzt noch eine Strophe kommt. Oder war es das schon? Das ist die Frage. Fühl dich geborgen, sicher, warm. Glaub dir selber jedes Wort und folge dir an jeden Ort, an den Glaube dir selbst jedes Wort, bin ich ein bisschen vorsichtig, weil da ist auch manchmal ziemlich viel Kram drin, aber ich verstehe schon, was ihr meint. Also, okay. Das Herz, ja. So dunklen Weg gehst du nie mehr allein, wenn deine Wahrheit bei dir ist und du dich von mir führen lässt. Also jetzt mit diesem deine Wahrheit. Hier eine Situation, die ich in meiner Arbeit oft habe, da verlieben sich Leute ineinander und nachher singen sie wie Selena Gomez, we always go into it blindly. Also wir gehen immer, warum gehen wir immer blind in irgendwas rein? Wir gehen auch blind in irgendwas rein. Und gerade als vedischer Astrologe sehe ich halt, dass wie Leute blind sind, weil vedische Astrologie heißt Jyotish, das heißt Licht in eine Angelegenheit hineinbringen. Und natürlich, ich auch selbst, ich habe Zuflucht bei der Astrologie gesucht, weil ich halt the map, I did not know the map. Also ich habe die Landkarte nicht gesehen. Und es ist eine große Qualifikation vonnöten, die Landkarte wirklich zu sehen. Und es ist, wenn du kein vedisches Horoskop hast, also für mich aus der Sicht, wo ich heute habe, 2021, ist es vorherbestimmt, viel mehr Fehler zu begehen, wenn du keine Landkarte hast, als wenn du eine Landkarte hast. Das heißt, auch wenn du ein Manual, eine Gebrauchsanweisung zu einem Menschen hast, also mit jemandem, einem Astrologen zum Beispiel, das Horoskop von jemandem, mit dem du dealst oder der in dein Leben ist, der oder die in dein Leben ist. Also wenn du da eine Landkarte hast, wie du mit einem Menschen, der dir wichtig ist, umzugehen hast, was du erwarten kannst und was du nicht erwarten kannst. Ich meine, da sind so viele Träume, da sind so viele Schäume. Das ist halt, was ich so sage, das ist nicht so einfach. Wenige können wirklich ihre Wahrheit einfach so sehen. Also ich meine, ich will ja auch ein bisschen konstruktiv oder individuell euer Song reflektieren. Ihr seid die Künstler, ihr natürlich habt eure Punkte und die Punkte sind gut und total nachzuvollziehen, aber lasst mich auch wie mein Art Astrologe Leonardo Senf dazugeben. Scherbenhaufen deiner Welt hast du dich selbst schon vermisst. Gib deine Wahrheit, sei einfach wie du bist. So, die Drums sind nicht gekommen, aber so wie Janine hier die Hände gefaltet hat zum Namaste. Sehr nice. Ja, ich hoffe, dass ihr nicht böse seid oder dass ihr wertschätzen könnt, dass ich diese kleine Reaktion gemacht habe. Ich habe gedacht, der Song ist es auf jeden Fall wert, eine Reaktion zu machen. Also viele Songs. Ich bin zum Beispiel totaler Fan von Turn, Turn, Turn von Janine Devi und auch manche andere Sachen, die ihr macht. Weiter so machen und ja, was die Astrologie betrifft, diejenigen, die Interesse haben,
subscribe also my channel, schaut euch meine Videos an, meine Beiträge, versuche ich halt hier meinen Beitrag zum deutschen Erwachen als Astrologe zu machen. Ja, check it out und ich verbleibe euer Astrologe bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Reaktion. Ciao.